Hallo und herzlich willkommen bei Linux Games. Wir spielen weiter das Minecraft Hardcore Tagebuch. Das war ja das erste Let's Play. Wir spielen aber dennoch wieder Minecraft, auch im Hardcore. Und wir haben diese wunderschöne Insel da für uns entdeckt. Auch die. Da ist eine. Und seht dieses bisschen Dreck da? Das war unsere unsere Verteidigung nachts gegen Viecher aller Art. Was nicht besonders gut geholfen hat. Wir wurden letzte Nacht runtergekickt von einem Ertrunkenen, der zufälligerweise einen 30 dabei hatte. Und jetzt verlieren wir an Nahrung. Wir verlieren ein bisschen an Leben. Und ich will da eigentlich gar nicht links. So, links. Darüber. Jetzt ganz vorsichtig, denn wir haben erste Verluste hinnehmen müssen. Ich weiß nicht, ob das ausgelassen ist. Wir beobachten es ein wenig. Aber Seetang kann man auch essen. Wir müssen Seetang brennen. Wir brauchen Material zu brennen. Gut, wir haben Kohle. Was können wir hier raus machen? Was können wir hier raus machen? Ich weiß nicht, was ich mit einer Nautilus-Schale machen kann. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben. Goldbarren haben wir uns für den Betrunkenen. Kürbis. Wir wollten aber die. Stimmt, wir wollten die Bude sicher machen. Und dafür brauchen wir eine Tür. Und neben der Tür brauchen wir dafür passendes Werkzeug. In den Wald gehe ich jetzt nicht rein. Holz haben wir erstmal genug. Ist ein Enderman drin. Seht ihn, er steckt sich. Ich gucke mal mit Absicht so ein bisschen auf den Fußboden, aber dann noch in die Schlucht mit rein. Einfach als Vorsichtsmaßnahme. So, wir werden gleich Fenster machen mit den Steinen, wenn wir Treppen aufs Dach setzen. Gewitter als Vorbereitung. Damit wenn Blitze einschlagen, nicht die Bude abbrennt. Das wäre schade. Wirklich schade. Und Holz werden wir die Tür noch verstärken. Mit Holz die Tür. Die Zombies können das auch eintreten. Aber wir werden dann vor die Tür nochmal ein Stück Dirt setzen oder sowas in der Richtung. Wie viel Steine haben wir? 26. Testen wir das mal an. Wie das aussähe. Ah, so. 4. Ups, den nicht. Jetzt habe ich noch 8. 16 Stück, das wird nicht reichen. Aber wir sind Optimisten. Viel mehr. Hätte jetzt jeder erwartet. Nicht im Holzblock. So, wir müssen Stein sammeln. Aber noch eine Schaufel, ja, wir haben noch eine Schaufel. Wir machen den Hügel platt.
Zeit. Ne, den Element wollen wir nicht ansehen. Haben wir. Nee, ich habe keine Spitzhacke gefunden, auch wir brauchen. So. Graben ist natürlich immer die interessanteste oder ich sag, die spannendste Arbeit, euch mitzuhalten beim Zusehen. Und dann können wir uns auch mal über ein paar andere Dinge unterhalten, bis wir den chemischen Stand zusammenbekommen haben. Mich würde ja mal interessieren, zu welchen Sachen ihr eigentlich YouTube-Videos guckt, was euch so interessiert, auch ein bisschen was ihr so macht. Und um auf das Spiel dann natürlich explizit nochmal zurückzukommen, wofür braucht man eigentlich Nautilus-Schalen? Diese Nautilus-Schalen kenne ich nicht, aber das hatte der eine oder Trunken mit dabei. Und der andere hat Goldbarren gedroppt. Also scheint der Trunken entweder reich zu sein, oder das war ein hoher Zufall. Und Information zu dem Trunken mit dem Dreizack, wenn ihr da irgendwas habt, nehme ich dir auch gerne in Kommentaren. Das interessiert mich, wie die sich mittlerweile wehren. Ich habe, glaube ich, jetzt genug Stein zusammen. Gehen wir zurück zum Haus. Und hier oben können wir irgendwann mal anfangen, Dreck abzubauen. Da hinten haben wir noch den Teil mit Sand. Perfekt, hier machen wir 16, 16. Also wenn das jetzt nicht reicht mit 64 Stück, dann weiß ich auch nicht, oder? Die können wir auch für anderen Kram mit benutzen. So. Perfekt. Dann haben wir jetzt hier unser Haus mit Dach. Uns hoffentlich jetzt nachts erschanzen können, um uns dann um die alltäglichen Dinge zu kümmern, die wir so brauchen. Dann wollen wir mal reingehen, holen uns das Glas raus, um das Glas zu Scheiben. Ich glaube, 16 Scheiben werden mehr als reichen. Die kommen noch rein, das brauchen wir auch nicht. Das ganze Gemüse kommt auch noch mal mit hin. Nautilus-Schale, Goldblock, Dirt, Holz in großen Teilen, auch noch mit rein. Kürbis können wir nicht gleich noch mal anbauen. Ja, Kürbis bauen wir gleich noch mal an. Dafür können wir natürlich auch wieder benutzen. Es wird schon wieder dunkel, oder? Nein, noch nicht ganz. Ich hatte schon Angst und Sorgen. Wie will ich das machen? Ich könnte natürlich hier einfach nochmal. Das waren jetzt wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Schaufeln schnappen, Sand abbauen. Und hier nochmal schön Bild vorsetzen. Oben dabei mit der Stärke. Dann kommt das mit rein und die 12 kommt einfach mal davor. Perfekt.
Dann habe ich hier schon die erste Folge. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich fertig. Aber ich brauche 3 Stück, um ein Brot herzustellen. Aber was ich noch herstellen kann, ist auf jeden Fall der Job. Aus dem Holz. Und ich bekomme gleich 3 Türen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt unser erstes Haus. Es ist wunderschön geteilt. Und es ist tatsächlich auch relativ hoch. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt, wenn das so hoch ist. Was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Holz drin. Behalten wir ein bisschen Holz ein und ich werde jetzt auch hier Kisten bauen. Und zwar für weiter oben. Und auch für diese kann ich eigentlich auch nochmal Kisten bauen. Da welche. Hier welche. Perfekt. Und dann werde ich den nochmal machen. Nur zur Sicherheit. Und jetzt sind wir hier drinnen für die Nacht und können uns mal richtig gönnen, dass wir es auch überleben werden. Hoffentlich. Da packen wir noch eine Fackel in die Ecke. Wenn wir auch ja nichts hier drinnen irgendwann mal spawnt, wenn wir unterwegs sind. Und dann würde ich mich da mal ein bisschen durchsehen, was wir eigentlich alles bauen können. Schild können wir bauen, ein Boot könnten wir auch mal bauen. Was haben wir hier? Ein Fass können wir nicht bauen, und wie wird ein Fass gemacht? Okay. Ein Räucherofen, wie wird der gemacht? Okay. Normalen Ofen, ja okay, wir bräuchten dafür natürlich wieder Stein. Wir haben Treppen aktuell. Akquisator. Was ist denn das da? Herz des Meeres. Nautilus-Schalen. Keine Ahnung, wofür der Akquisator ist. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Mich würde das interessieren. Lagerfeuer würde mich auch interessieren. Holzkohle, entrinneter Baum. Wir brauchen anscheinend nur dieses Holz dafür. Das sieht aus wie ein aufgebrochener Zombie. Der ist irgendwie niedlich. Nur schade, dass ich nichts mit aufgebrochener Zombie im Hut habe. Was ist das? Nee, das sind wieder Phantome. Damit. Ja, wie gut, dass wir Phantom haben. Lagerfeuer war den da einsetzen. Da 3 Holz und da und da was. Perfekt. Ein Lagerfeuer. Das werden wir uns auch gleich mal zu Herzen nehmen. Und das nehmen wir hier von den Stellen. Können wir eigentlich auch. Nein, wir haben keine Finnen. Aber wir können das ja schon mal gut basteln jetzt über Nacht. Die Zeit ist ja genug. Und dann gucken wir nochmal weiter, was wir alles machen können. Glasflaschen, okay. Dafür brauchen wir noch ziemlich viel Glas. Golden Nuggets. Kürbiskuchen. Ei und Zucker. Gelber Farbstoff. Haben wir wahrscheinlich irgendwas, das hier? Bannervorlage. Hier, okay. Druckplatten haben wir. Feinwaageplättchen. Okay, Eichenholz-Zolltür. Werkbank. Seelenfeuer. Seelenerde. Das würde mich aber einigen auch echt interessieren, was die können. Und so haben wir dann einen genauen Überblick. Ja, doch. Gut. Das wäre.
sehen kann. Dann muss ich da rauf gehen. Wer ist das? Putsch. Nido. Dann haben wir den Creeper. Dann haben wir wieder Zombies. Diesmal haben wir nicht so viele Ertrunkene hier bei uns. Aber wir können morgen ernten. Mit der Innenaufteilung bin ich noch nicht ganz glücklich. Ich kann hier vorne nicht so schlecht aus dem Haus rausgucken. Jetzt sollten wir die Dinger auch nach oben setzen. Und dann kommt der nach da. Den Ofen packen wir dann auch mal nach oben. Da. Für das erste Haus. Dann können wir hier vorne durchsehen. Und sehen Skelette. Wunderbar. Wie lange dauert die Nacht noch? Ungefähr 4 Minuten. Ich finde ja nicht, dass ich Lebensmittel bin. Das war doch lebensmüde. Das war nicht gut. Das war ganz und gar nicht gut. Ich hatte die Bombe ganz vergessen. Aber das sieht schon fast fertig aus. Wir können bald ernten. Und hoffentlich laufen die Zombies nicht dadurch. Die laufen tatsächlich dadurch. So unverschämt. Dann setze ich das Lagerfeuer mal da rein. Die Tür mache ich zu. Vor den Fliegeviechern habe ich Angst. Perfekt. Wir brauchen auf jeden Fall ein Bett. Zum weiteren Überleben. Und zum Ernten brauchen wir morgen auch noch was. Ja. Ich höre ein Skelett, aber ich sehe es nicht. So, vielleicht hat man das Feuer, das ich gerade. Das finde ich cool. Gut. Ich würde gerne mit euch kämpfen. Huch, das ist ein Magenknurren. Ich würde ja gerne mit euch bauen und rausgehen. Ich sehe momentan nur ein wenig. Ja, Zweck, eine Ecke, in der Zwickmühle, genau, so sagt man es. Den machen wir zu. Ah, wie schön das Lagerfeuer mit dem Rauch auch arbeitet. Das gefällt mir gut. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Oh, den Ober kann ich auch wegnehmen. Sehr, sehr schön. Ich will ja raus. Ich traue mich nicht. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich will die 100 Folgen voll bekommen. Kompletten 100 Folgen Hardcore. Irgendwann mal, wenn es funktioniert. Aber ich sehe schon, dass wir da hinten wieder Tageslicht haben. Und dann werde ich mal sagen, es freut mich, dass ihr dabei seid. Es freut mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dazu kommt. Und sobald der Mond unten ist, werden wir die Folge beenden. Darum genießen wir jetzt mal den Ausblick. Schauen wir uns an, wie der Mond auch in verschiedenen Mondphasen dargestellt wird, sodass wir beobachten können. Weil langsam hinter auch uns versinkt. Das ist übrigens die beste Uhr im ganzen Spiel.
finde ich persönlich. Und dann ist er fast weg. Damit vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Euer Linux-Gamer. Bis dann.